Der Maulbronner Wochenmarkt feiert Geburtstag. Seit 10 Jahren heißt es immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr Wochenmarkt im Klosterhof. Viele der Kunden sind von Anfang an auf dem Maulbronner Wochenmarkt mit dabei. Ich glaube, das geht jetzt schon in die 10 Jahre, denn damals fingen noch andere Stände hier mit an. Da war auch schon mal, glaube ich, Biogemüse noch mit dabei gewesen. Also das müssten die 10 Jahre jetzt sein. Ja? Anita Halbohm ist nicht die einzige Stammkundin. Weil viele Kunden ihre Einkäufe regelmäßig auf dem Wochenmarkt erledigen, passen sich die Händler immer wieder den Bedürfnissen ihrer Kunden an. Momentan ist Bio sehr gefragt. Ja, es hat sich bei uns halt so eingespielt, was so der Kunde eigentlich will. Wir ergänzen unsere Ware durch Bioartikel, halt da, wo halt die Nachfrage davor da ist. Die Bioartikel haben wir mit im Programm. Dass es beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt um mehr geht als um reine Lebensmittelbeschaffung, ist für Händler wie für Kunden keine Frage. Eigentlich freue ich mich, wenn wir nett sind und wenn wir ihnen zuhören und das Produkt natürlich gut ist. Ja, vor allem wegen der Atmosphäre, gute Qualität. Ja, also das ist hier beeindruckend am Putenstand. Erstens mal gute Kontakte. Und dann immer alles frisch. Auch seit jetzt hier biologisches Gemüse dabei ist, ist es für mich die erste Adresse hier. Ja, und dann habe ich die Vielfalt hier drumherum, habe alles an einem Ort, treffe hin und wieder mal jemanden und mag einfach die Marktatmosphäre sehr gerne. Das Angebot ist sehr gut, Qualität ist sehr hochwertig und ja, das spricht halt an. Und angesprochen hat auch die Idee der Händler, den Kunden zum 10-jährigen Jubiläum eine Kürbissuppe und ein Frühstück aus fair gehandelten Produkten anzubieten.